Viele Köche verderben den Brei, heißt es landläufig. Beim Fischerfest am Wermsdorfer Horstsee sorgten mehrere Veranstalter für Terminchaos. Im World Wide Web wurde das Programm mit dem Start um 12.30 Uhr veröffentlicht. Die Ehrengäste waren für 11 Uhr bestellt. Zu diesem Zeitpunkt eröffneten die Muldenthaler Jagdhornbläser im Beisein honoriger Gäste das Fest. Unter diesen waren die stellvertretenden Landräte aus dem Leipziger Land und Nordsachsen, Birgit Holzmann, die Wermsdorfer Fischkönigin von 2006 und 2007, und Rolf Seidel, der Vizepräsident des Landesverbandes Sächsischer Angler. Das Fischerfest am Horstsee findet traditionell am zweiten Oktoberwochenende statt und wird ebenso von seiner Majestät August dem Starken eröffnet. Das Horstseefischen am heutigen Tage hier feierlich zu eröffnen. Jetzt werden also in einigen Sekunden die ersten Fische herausgeholt. Ist aber soweit ist, will ich euch noch die Prominenz vorstellen. An seiner Seite waren natürlich die Waldkönigin Anne die Erste und die 19. Sächsische und Wermsdorfer Fischkönigin Charlotte die Erste. Denn die letzten Besucher haben mich immer sehr begeistert, als ich hier war. Die tolle Atmosphäre, die vielen Leute und auch die reichlichen und schönen Stände, die es hier zu erkunden gibt, machen das Horstseefischen zu einem wirklich sehr besonderen Fest. Ja, Sie werden mich die nächsten Tage hier oben auf der Straße oder auch unten an der Abfischstelle immer wieder sehen und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich ansprechen für ein gemeinsames Foto oder auch ein Autogramm. Ja, somit wünsche ich uns allen ein tolles Horstseefischen 2024 mit viel Spaß, hoffentlich einigermaßen gutem Wetter und natürlich vielen leckeren Fischspezialitäten. 2019 feierte das Horstseefischen seinen 50. Geburtstag. Einer, der das Fest seit Jahren begleitet, ist Georg Stähler, der Geschäftsführer der Teichwirtschaft Wermsdorf GmbH. Und er ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, die Gäste zu begrüßen. Wir freuen uns, dass wir zahlreich gekommen sind und dass Sie auch die nächsten Tage nutzen, hier zu kommen und vor allen Dingen, dass Sie sich an Fisch, den heimischen Fisch gewöhnen, essen, genießen und das Gute weitertragen. Ich freue mich, dass wir zusammen mit der AGRA, mit der Gemeinde Wermsdorf und nicht last not least im Landkreis Nordsachsen das hier gemeinsam stemmen können. Eine Großaufgabe, 3 Tage lang eines der größten Fischfeste in Deutschland zu bewältigen und dass wir Ihnen das bieten können, was wir erwarten und dass wir das bekommen, was wir erwarten. Dafür vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Allerdings war der Chef der Teichwirtschaft Wermsdorf GmbH ebenfalls etwas unter Zeitdruck geraten, denn auch er hatte den traditionellen Beginn des Abfischens mit dem Hebekescher für 12 Uhr auf dem Zettel. Dementsprechend hatten die Männer in ihren olivgrünen Warthosen alle Hände voll zu tun, den Fang an die Abfischstelle am Ufer zu bringen. Da in jeder Herausforderung auch eine Chance liegt, hatten die Zuschauer am Zaun schon jetzt die Möglichkeit, dem Abfischen mit Live-Kommentar beizuwohnen. Ein Prozedere, welches sich mehrfach am Tag wiederholt. Während die Zuschauer und Ehrengäste das Einholen des Netzes verfolgen, erfahren sie, dass das Schleppnetz über 100 Meter lang ist. Meter für Meter wird es von den Horstseefischern eingeholt. Georg Stähler berichtete derweil über hiesige und bayerische Fischtraditionen. Wir in Sachsen vorwiegend Großbetriebe, etwa 50 Großbetriebe, also angefangen Großbetriebe ab 100 Hektar aufwärts. Und wenn man Bayern vergleicht, da sind die meisten nur 2 Hektar groß, gibt es auch fast 10.000 Betriebe. Insofern eine ganz andere Strukturierung, ganz andere Aufgabe. Es gibt noch einen entscheidenden Unterschied. Hier in Sachsen werden die Fische vorwiegend zu Hause gegessen, besonders die Karpfen. Bei den Bayern die Karpfen der Gaststätte gegessen. Da gibt es dann solche halbe Karpfen essen, das ist so ein bisschen wie Spargel essen, wie wir es so teilen. Die Rollen der Seilwinde ziehen das Netz weiter ans Ufer heran. Doch ab und zu stockt es. Nämlich dann, wenn sich das Schleppnetz im Schlamm verfängt. Mit Gefühl lösen die Männer auf den Booten das festhängende Netz und zwar so, dass der Fang nicht entwischt. Weiter geht's. Derweil erfahren die Anwesenden mehr zum Horstsee.
Der wurde bereits vor mehr als 500 Jahren in einer Mulde angelegt. Ein Teil des Aushubes wurde aufgeschüttet. So entstand die Insel mitten im Teich, welche früher als Horst bezeichnet wurde. Diese gab dem Gewässer seinen Namen. Dann war Zeit für Legenden. Man erzähle sich, dass nur der ein echter Wermsdorfer sei, der auf dieser Insel gezeugt wurde. Das müsse aber sehr schnell gehen, denn dort gäbe es viele Stechmücken, scherzte Georg Stähler. Die Legende bestätigte der gastgebende Bürgermeister allerdings nicht. Wir sind dankbar über die Teichwirtschaften, die es durchführen. Wir sind dankbar für die Zusammenarbeit mit der Agrarveranstaltungs GmbH. Wir freuen uns auf die Gäste und ich habe immer bloß einen Wunsch, möge es ein friedliches Fest bleiben. Halten Sie sich alle dran, dass wir am Sonntag alle zufrieden auf das Wochenende zurückbringen können. Schön, dass Sie da sind. Dann endlich war es soweit. Das Netz bildete eine Art Reuse und nun konnten die Majestäten ihres Amtes walten und den Hebekescher im Horstsee versenken, mit allerhand Flossengetier zur Sortierbrücke schwenken und öffnen. Dann begann das Sortieren nach Art und Größe. Damit war das Fischereifest standesgemäß eröffnet. Das Festgelände an und auf der Staatsstraße 38 zwischen Fischereidorf und Riesenrad bevölkerten, laut dem Veranstalter, mehr als 142 Aussteller. Sie und die Organisatoren erwarteten zu einem der größten Fischereifeste Deutschlands mehrere tausend Besucher. Die freuten sich natürlich auf fangfrischen Fisch und der ließ sich beim Fischereifest auf der kilometerlangen Händlermeile am Horstsee in den verschiedensten Varianten probieren.